Was ist das denn jetzt? Hat der eine Puppe damit? Hat der da eine Puppe mit? Du bist besessen von meinem. Nee, bin ich nicht! Genau deswegen habe ich keinen Bock, mir diese Videos zu geben, okay? Genau deswegen! Bitte nicht, lieber Gott, bitte, bitte nicht schon wieder auf schlimme DSDS-Folgen reagieren, Freunde. Ihr habt mir alle geschrieben, bitte reagier auf diese Folge und wir werden es heute tun. Oh nein! Augen zu und durch. Augen zu und durch. Auch wenn ich keinen Bock darauf habe, ich hoffe trotzdem, dass es euch heute richtig gut geht. Ihr ein Lächeln auf dem Gesicht habt, wie immer, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Mats. Und jetzt starten wir rein. Okay, wir starten mit dem ersten Auftritt. Komm, hol das Lass. Bitte, ist es ein guter Auftritt, wo er singen kann? Ich ahne schon jetzt Böses. Raus, wir spielen Cowboy und Indianer. Um die Wette. Ohne Rast und ohne Zielsong. Er macht gute Stimmung, keine Frage. Und ich gönne ihm, dass er weiterkommt. Aber, ich glaube, das reicht nicht. Hast du mich umzingelt, wenn ich mich ergeben? Der ist eine gute Partymaus, der Typ, ne? Aber die Frage ist halt, ob er gut singen kann. So, das ist halt die Frage. Stell mich an den Matterfall. Komm, hol das Lasso raus. So wie beim ersten Mal. Yeah, ich feiere ihn auf jeden Fall. Geile Cap, geiles Outfit. Und hier, komm, hol das Lasso raus. Ein bisschen Partystimmung muss sein. Ja, ist cool. Definitiv. Ich habe keine Angst, selbst wenn sie mich holen. Ich mache das doch nur für euch. Ich habe keine Ahnung. Also, das ist wieder so ein Kandidat. So, ja, kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Mama, glaub mir, ich hol uns hier raus. Ja, ja, war okay, ne? War das richtig gut? War okay, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es in die Kommentare. Der nächste Kandidat. Ich hoffe, ein guter Kandidat. Wir haben Jan Martin Block. When I heard that sound. Oh, der singt dieses Rag and Bone Man, heißen die ja. Und das macht. Oh, das passt perfekt zu dem. Die macht Augen zu, sie ist schon komplett im Modus. I was thinking about you. Oh, der ist krass, der Typ. About you. When my skin grows old, when my breath runs cold. Sehr krass, sehr krass. Der kann sehr gut singen, Leute. Das sind wahre Talente. Boah, fahr. Ja, das geht voll unter die Haut, Leute. Ich krieg Gänsehaut. About you. It was almost love. It was almost. We bleed ourselves in. Krass, krass. Mal gucken. Okay, Dieter hebt die Hand. Mal gucken, was Dieter dazu sagt. Okay. Kritische Blicke, aber als ob. Jan, das ist der Grund, warum ich zugesagt habe, hier zu sein. Vielen Dank. Das zu erleben tut gut. Dankeschön. Immer wieder gerne. Jan Martin, ich glaube, man muss da gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es war wirklich toll. Du hast uns alle umgehauen. Danke. Klingt aber auch wirklich tief, manchmal, lieber Ulla. Morgens ist es noch schlimmer. Was? Morgens ist es noch schlimmer. Ja, der hat doch schon zweimal ja, oder nicht? Ah, nee, es kommt drauf an, wen man am Anfang ausgewählt hat, ne? Ja, fette Stimme, guter Tonumfang, machst deine eigene Version draus, hast es ja nicht einfach nur so nachgedacht. Ja, komm, dreimal ja, easy peasy, so. Wir springen in den nächsten Auftritt, Leute. Wir springen in den nächsten Auftritt. Okay. Oh nein, was ist da? Wie die eiskalt, ich kann immer wieder drüber lachen, eiskalt Michael Wendler raus zensieren. Das ist ja der Hammer. Und was ist das denn jetzt? Hat der eine Puppe damit? Hat der da eine Puppe mit? Ich glaube, ich habe nun wirklich alles gesehen. Oh nein, und der singt Sextape von Katja Krasavitsch. Krasavitze. Oh nein. Oh nein, was tut er da mit der Puppe? Oh nein. Oh nein. Genau deswegen habe ich keinen Bock, mir diese Videos zu geben, okay? Genau deswegen. Ich kann das einfach nicht. Okay, weiter geht's. Okay, sie hält sich natürlich schon die... Okay, da wird... Ja, Komm, wir machen Sextape. Ey, will, dass du mich Sextape und dann Backstage. War das nicht gerade sogar falsch gesungen? Beziehungsweise, der Typ kann nicht mal singen. Nicht nur die Show ist schlecht, wenn er schon eine Show macht, aber der kann auch nicht singen. Also, der im Grunde gar nicht. Jaha! Die dreht sich wirklich weg. Und wir treiben es die ganze. Michael Wendler wird komplett zensiert. Bam, bam, oh, ich weiß, du magst meine Pussy. Mein erstes Wort als Baby war Gucci, Gucci.
wie er dazu tanzt und sich bewegt. Fläschchen, die schönste weit und breit. Doch anstatt einen Apfel beiß ich in die A** rein. Ei, gib's mir. Dieter sitzt da so. Jo. Hart bin wie ein Bugatti, ja, du bist besessen von meinem. Nee, bin ich nicht! Davon bin ich nicht besessen! Von allem, aber nicht, ne? Davon. Also, jetzt reicht's aber mal. Ich würd genauso, wenn ich Jurymitglied wäre, wäre ich genauso wie sie. Einfach umdrehen. Baby, mach die Kamera an, öffne die Hose, es geht ram, bam, bam, bam. Komm, ja, mach ein's. Kein Taktgefühl, gar nichts. Okay, was sagt die Jury dazu? Pass auf, du hast keine Bewertung hier verdient. Du hast keine Bewertung verdient. Malte hat sich die ganze Zeit umgedreht. Eine Bewertung muss man sich hier verdienen. Und nicht mit so einer. Boah, der hat nicht mal eine Bewertung bekommen. Der bekommt nicht mal ein Schlecht oder ein Nein. Echt? Ja. Komm mal nur. Komm, auf Wiedersehen. Das war's? Ja, das war's, nee. War ein Joke, du kommst weiter. Mit der Performance kommst du einfach weiter. Das ist doch nicht wahr. Wow, wirklich, krank. Kranke Performance, Bro. Kranke Performance. Okay, wir machen kurze Grüße, bevor es weitergeht, Freunde. Grüße gehen raus in diesem Video an das Kanal mit DJN, an Sturmi, Sturmherz, an Nikolas Gottschlich. Und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. So, Freunde, jetzt wollen wir natürlich hier nochmal ein paar gnadenlos gute Auftritte hoffentlich entdecken, ja? Es geht ins nächste, und zwar Karl Jeroboam mit Bruises von Luis Capaldi. Kenne ich nicht den Song, aber mal gucken. Yeah. 'Cause every breath that I have taken since you left seems like a waste on me. Okay, der Typ hat auf jeden Fall einen sehr krassen Look, also der sieht sehr markant so aus. Und kann richtig gut singen, Leute. Ja, muss man ja nicht weiter kommentieren, der kann singen, keine Frage. Der Karl. Karl kann, der kann. Da müssen wir gar nichts weiter sagen. Ich spiel ein bisschen vor. Oh my lord, I need you by my side. Boah, Digga, mies. Something in the water, 'cause every day is getting colder. Ja, mega gut. Also ich hab, wie gesagt, ich bin kein Musiker, ne? Also Mats ist, El Magi ist alles außer ein Musiker, ne? Das wisst ihr. Aber das ist auf jeden Fall gut. Wow. Alter, du warst mit der beste Sänger hier. Wirklich. Wir haben schon richtig, richtig gute Leute hier gehabt, aber für mich warst du auf jeden Fall in den Top 3. Thanks. Unfassbar, was für eine Stimme, was für eine Stärke. Es kam alles bei mir an. Wow. Das war süß, wie er sich freut. Okay, das freut mich sehr, krass. Der hat verdient, der Junge. Richtig sympathischer Kerl bestimmt. Ohne Frage, ja. Ich war weg. Okay, was sagt Dieter als letztes, Leute? Wenn man so singt, wirklich, also mit dem Gefühl. Und dann auch, du hast ja eine Range, die ist ja wahnsinnig, ja. Oh, er muss weinen. Ich krieg Gänsehaut, Leute. Was? Er holt jetzt da jetzt so ein. Der holt da jetzt diesen. Ich weiß nicht, was das ist. Nein. Der gibt ihm die goldene Schallplatte. Er so. Nein. Bro. Nein. 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 Nein, Bruder. Nein. Doch. Nein. Ja. Oh mein Gott. Ehre auf jeden Fall. Ich würde sagen, spitzenmäßig, Alter. Oh mein Gott. Ich kann das jetzt gerade nicht glauben. Ey, ich freue mich hart, wie er sich darüber freut. Ja, sehr cooler Typ. Er hat auf jeden Fall Talent, sehr krass. Okay, wir gucken mal weiter, Leute. Okay, wir gehen in den nächsten. Und zwar ist es Jonas Kamel. Oder Kamel oder Kamel mit Waves. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich bin der Jonas. Ich bin 16 Jahre alt. 16, krass. Sein Leben stand plötzlich auf Messerschneide. Nur durch eine Notoperation konnte Jonas doch noch gerettet werden. Okay, ja, noch eine Story so, dass er war im Krankenhaus und so, aber scheint noch im letzten Moment gut gegangen zu sein. Aber Freunde, wollen jetzt singen sehen? Okay, mal gucken. Das wäre jetzt komisch, wenn er nicht singen kann, oder? Wenn da jetzt so eine richtig Story kommt, man so Sympathie mit ihm aufbaut und so weiter und dann kann der einfach gar nicht singen. Das wäre sehr merkwürdig, oder? There is a swelling storm. And I'm caught up in the middle of it all. And it's yeah. Okay, das war krass. Ey, krasses Schloss im Hintergrund auf jeden Fall. Das ist ja krass als bei der Mädchen-WG. In my hands, in my heart, why can't I hold on?
Das ist gut, also er singt sehr, also ich finde, da fehlt ein bisschen so Kraft, so dass er so diese Power dahinter, weil er sehr so ruhig singt, aber das passt vielleicht auch zu dem Lied so. Auf jeden Fall so Töne treffen kann der Junge, so, ja, keine Ahnung, aber so ein bisschen. We watch as our young hearts fade. Ja, ist gut. Mal gucken, was die Jury sagt, Leute. Gar keine Faxen machen die da, glaube ich. Als du da reinkamst... Junge, die da, Alter, was? Ja, Mensch, so ein bisschen erinnert der mich an Mike Singer. Und... Mike Singer so... Aber du hast echt Talent mit deinen 16 Jahren. Geile Stimme, Mann. Wir freuen uns auf dich. Ich liebe euch. Ja, danke schön. Tschüss. Danke, dass du gekommen bist. Ey, ist so geil, wie die sich freuen. Aber müssen die sich die Zettel da selber rausnehmen? Wegen Corona-Moni dürfen die wahrscheinlich nicht zu nahe kommen. Und dann nehmen die sich den Recall-Zettel selber. Also, da gab es doch bestimmt, dass sich da jemand einfach random einen Zettel genommen hat. So, ja, dann bin ich jetzt weiter. So, warum nicht, ne? Sehr geil auf jeden Fall. Gönn ich dem Jungen. Eben hier wirklich Dinge, die ich so in meinem Leben noch nie erlebt habe. Nee. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Die erleben da Dinge, die sie so noch nie erlebt haben. Wäre auch komisch, wenn ihr da Dinge erlebt, die ihr schon mal erlebt habt, weil dann wäre es ja nichts Besonderes, nichts Neues. Jaha! Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich mehr Diss-Reaktionen raushauen soll, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Folgt mir auch auf jeden Fall. Auch auf Instagram, auf YouTube, Leute, überall. Ihr wisst Bescheid. Und dann sage ich vielen Dank fürs Anschauen, Leute. Das war's mit diesem Video. Hier kannst du auf meinem Mensch abchecken. Hier kannst du dich abonnieren. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Oder übermorgen oder übermorgen. Ich lade leider jetzt im Moment so ein bisschen unregelmäßig hoch. Ihr werdet alles erfahren, warum. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Mats.